so nächste Neuigkeit und Erkenntnis. Man blockiert uns ja hier nur und wir treten hier auf der Stelle. Natürlich gehen wir jetzt in Gedanken alles durch. Wir können sowieso nicht viel machen im Moment. Solange wir nicht auf unser E-Mail-Postfach zurückgreifen können und vernünftig im Internet präsent sein können. Wir haben eindeutig festgestellt, dass wir in unserer Wohnung in Dirko und auch im Groß-Klein, Blockmacherin 20, ganz, ganz wenig zu Hause waren. Das bedeutet also, entweder man hat die Pflanzen meiner Frau, die haben hauptsächlich die Pflanzen meiner Frau gewesen, ich hatte zwar keinen Film, hat man entweder tot gegossen, zu viel gedüngt, ne? Wir haben einen Wuchs gehabt, weil man keine Ahnung hatte, oder die Pflanzen sind eingegangen und zu DDR-Zeiten hatte man aber Probleme, wieder Pflanzen ranzukriegen. Genau. So. Als nächstes, was ganz, ganz toll ist, habe ich immer erzählt, dass unsere Thunverstößen, wir haben immer richtig gehamstert und dann alle 14 Tage mal kräftig einkaufen gewesen und haben dann auch 3-4 Kartons Thunfisch mitgenommen und dass unsere Thunverstößen schlecht wurden. Das dauert eben mindestens 2 Jahre, wenn nicht 3, und da sind Öl waren, würde ich sagen, 4 oder 5 Jahre, dann hinkommen würde mit der Zeit. Also auch wenn wir dann mal in Rostock waren, waren wir nicht in den Wohnungen. Das kommt auch hin, weil es passt nicht zusammen. Wir haben total verschiedene Erinnerungen an unsere Wohnung. Jeder will in der Wohnung was anderes stehen haben. Und in dieser Zweiraumwohnung Berdinger Straße hatten wir einfach zu wenig Bücher. Das kann auch nicht sein. Und in dieser Zweiraumwohnung Berdinger Straße 8 war das damals. In Rostock-Dirkow habe ich ein ganz komisches Phänomen fotografiert, ein wissenschaftliches Phänomen. Dann halte ich natürlich immer ein Foto drauf. Und zwar war die Bismarck, die Tirpitz und der Flugzeugträger Saratoga total eingestaubt. Und wir haben ja im Moment Erfahrung mit Staub, mit Schmutz. Also ich würde sagen, mindestens 2 Jahre, wenn nicht sogar 3 oder 4 Jahre. Wurde dort in unser, das war eine Anbauwand mit Vorbau, da stand direkt in der Anbauwand drin, also noch nicht mal draußen, also wurde dort kein Staub gewischt. Und man hatte Staub gewischt, weil man wusste, dass wir kommen, aber man hat sich nicht an das Saratoga mit Tirpitz und an den Bismarck angetan. Man hatte Angst gehabt, man kriegt das ab. So, dieses Bild ist auch gesichert oben. Aber das war uns ja jetzt schon klar. Warum das Staub liegt, dass wir nicht da waren. Also, es ist wirklich so, das sind alles so eine Sachen. Also, wenn wir uns hier beseitigt haben, wir haben die Antworten schon gebracht. Wir sehen wirklich im Moment den Wald vor Bäumen nicht. Wir haben also tatsächlich nicht in diesen Wohnungen gewohnt. Das bedeutet, dass man, wie man auch hier, immer unseren Strom abgezapft hat. Also man muss sich vorstellen, wie die Blutegel haben die nur von uns gelebt. Und das ist ja kein Problem, wenn unseren Zehnerkiel gegeben wird. Das leuchtet jetzt auch alles an, weil wir haben keinen Verbrauch, aber wir sind ja immer schön zahlen. Bei uns ging ja auch immer alles übers Konto. Und das möchte ich auch nochmal sagen. Also nicht nur, dass wir nicht in dieser Wohnung gewohnt haben. Wir müssen irgendwo ganz in der Nähe mindestens ein Haus gehabt haben, wenn nicht zwei. So, und da wir jetzt genau wissen, dass uns BND und Staatsschutz seit 1990 geschnüffelt haben und ganz intensiv geschnüffelt haben, also das waren die Zonen, das haben sie sehr gut gemacht. Also Stasi und KGB bzw. FSB waren auf der Lauer und haben sie genau beobachtet, was sie machen. So wissen sie, wo unsere Wohnungen sind. So, und dann möchte ich da auch Auskunft haben. Und wir sind uns ja ziemlich sicher, dass ich in dieser Berdinger Straße 20 auch keine Waffen hatte, weder Münzsammlung noch irgendwas anderes. Also wir können es einfach nicht genau sagen. Das Problem ist, wie soll ich das sagen? Man geht Tag ein, Tag aus in eine Wohnung und man erinnert sich nicht an wen. Und man ist dann in eine Wohnung drin und man macht dann irgendwas. Und meine Frau ist immer der Meinung, wir haben eine Ledercouch. So, und wir wissen genau, dass unsere Sofa und so näher alles kaputt gemacht wurde. Man wollte uns ja raus haben, 2002 hat man mit Absicht gesucht, denn unser Sofa alles kaputt gemacht. Und da haben wir noch Fotos gemacht davon und alles. Und wir haben hier keinerlei Fotos bekommen. Ich habe extra unsere Möbel alles fotografiert.
in der Wohnung. Und man hatte uns eingeredet, eben nur deshalb, aber ich nehme an, da war noch was anderes mit dem Möbel, das konnten wir nicht sehen. War mit tatsächlich noch eine Hypnose standen. Das können wir nicht beantworten, aber Staatsschutz und BND, leider sind jetzt überall Aktenvernichtungen seit 2010. Bei 2010 hat Merkel angewiesen, dass überall Akten vernichtet werden und irgendwelche anderen Spinner. Da müssen wir nicht mehr rauskommen. Also ich möchte im Ausland nochmal sagen, das müssen Sie auch langsam kapieren. Also bei mir ist es so, also ich greife mir so einen Kriminellen und dann hetze ich ihn immer neue Sachen dran. Und er macht immer mehr Fehler und er widerspricht sich immer mehr und das nutze ich immer mehr aus und dann mache ich immer mehr Druck. So, und hier ist es so, dann verschwinden die Akten und dann tun sie wieder doof und ich muss von vorne anfangen. Das machen sie schon seit 10 Jahren. Das machen sie insgesamt seit 22 Jahren und das geht nicht. Ich möchte jetzt eindeutige Beweise haben und ich möchte nochmal alle Täter bitten, halten Sie doch einfach still. Das geht so schön von allen Seiten, das können Sie sich noch gar nicht vorstellen. Was meinen Sie, was Ihr dummer Kopf noch von sich gibt? Das ist ganz ehrlich. Und ich möchte mal allen anderen jungen Menschen, die das hören, sagen, bleiben Sie bloß ehrlich im Leben. Sie können ganz schnell in irgendwas reingeraten. Und so wie Sie irgendeine Kleinigkeit angestellt haben, kann man Sie ganz locker erkennen. Das geht immer weiter. Und deshalb ist egal. Am wichtigsten ist im Leben einfach ehrlich bleiben und nicht kriminell werden. Das ist das Allerwichtigste. Das merken Sie auch bei uns, denn kann sie nämlich jeder. Was man natürlich nicht sagen darf. Das ist unhöflich. Ja, aber da sind wir uns jetzt ganz sicher, dass wir da ganz andere Zeugen haben und dass wir in diesen Wohnungen nicht gewohnt haben. Das ist unglaublich. Genauso wie wir in diesen Arbeitsstellen nicht gearbeitet haben. Also ganz, ganz selten Gast waren und dann bloß helfen mussten. Auch das hört sich immer noch unglaublich an, aber das ist für uns nicht unglaublich. Und nochmal, also wenn man uns hier beseitigt oder verschwinden lässt oder so, unsere Antworten sind schon erbracht. Man muss sie bloß jetzt finden. Auf unsere Homepage und auf unsere Kommentare bei YouTube. Und natürlich in unseren Sicherungen. Und da werden die internationalen Sicherheitsdienste ja wohl rankommen. Weil das wird hier immer interessanter. Ja, also das möchte ich bestätigen. Also BND, Staatsschutz und so, die waren schon 1990 an uns dran. Da sind wir uns heute ganz sicher. Schade, dass unsere Hände so kaputt sind und dass wir keine festen Erinnerungen haben. Da haben die Trottel sich schön vorführen lassen vom FSB und KGB und Stasi. Die haben sich angefallen. Und dadurch haben sie die Ostblock-Geheimdienste total aufgebaut. Das brauchten sie genau in der Zeit, wo alles bergab ging. Brauchten sie sowas. Und wir waren der Lockvogel. Ja, im Moment nehme ich an, wir wurden verraten. Also ich musste ja eingreifen vom Rostock. Ich weiß nicht, ob sie es da schon über ein Handy gemacht haben oder über das Telefon. In Moskau, ich weiß genau, dass ich in Rostock war. Man hatte mich geparkt im Betrieb, zumindest unter Hypnose. Ich weiß nicht, denke ich, dass ich im Betrieb immer Nachtschicht habe und ich kam aus der Nachtschicht und habe das geleitet und das haben sie mitgehört. Das möchte ich auch mal dem Internationalen Sicherheitsdienst sagen, falls ich das nicht wissen habe. Das hat der BND mitgehört und Staatsschützen so wahrscheinlich auch. So, und dann sind sie natürlich schnell auf meine Wenigkeit gekommen. Und auf jeden Fall werde ich da fließend Russisch gesprochen haben. Danke für die Aufmerksamkeit.